Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute das Gespenst. So, und ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ich nutze die Perks. Niemand entrinnt dem Tod. Heimgesuchter Boden, Pop Ghost Weasel und aufgezehrte Hoffnung. So, und wir swiften uns direkt mal in die Pampa. Hallo, Dwight. Okay, die Palette ist zumindest schon mal weg. So, machen wir sie kaputt. Und dann dem Dwight hinterher. Hier ist er. Ah, okay, ich dachte, er kehrt um. Ist hier eine Palette? Ja. Hab ich dich. Uff, dass der Hit noch durchging. Unglücklicher Dwight. So. Und den bringe ich an einen meiner Eventhaken. Und zwar an den hier oben gleich. Wobei, nee, ich bringe den nach dort ganz hinten. Ich denke mal, dass ich das schaffe. Ja, nach oben wäre noch ein weiterer Weg. So, und es gab wieder nur 3 Opfergaben. Eine von mir, 2 von den Überlebenden. Das heißt, ich kann in der Runde keine volle Fiole machen. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Da braucht man immer 2 Spieler als Killer, bis man mal so eine volle Fiole hat. So, ich bin weit genug weg. Die aufgezehrte Hoffnung kann jetzt genutzt werden. Und hier oben wurde schon am Generator gearbeitet. Das sagt mir, dass diese Feng Min schon genug Blumen gepflückt hat. So. Der erste Generator wurde gemacht. Uiuiui. Wo? Wo? Hinter mir. Was? Okay, manchmal verwirrt mich die Kraft mehr, als sie mir nutzt. Zweit wurde gerettet. Wo? Da. Mann, ich bin gerade nicht in Form. So, hau bitte um. Danke. Und sie geht oben lang. Hallo. Kein Balance Landing bitte, danke. So, der erste Hit ist drauf. Hallo. Hab ich dich. Und heimgesuchter Boden wurde zerstört. Natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ich muss jetzt eigentlich dann schnell neue Überlebende finden. So, nee, die bekomme ich zu keinem Eventhaken, denke ich. Und hinten sind die, darum hänge ich sie einfach hier hin. So, und Pop Ghost Weasel kann getriggert werden, aber ich gehe mal nach hier oben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Überlebenden einfach hier oben den Generator machen, wo der Dwight hing. Beziehungsweise der Dwight hing hier in der Nähe. So, meine Freunde, hier packe ich erstmal Pop Ghost Weasel drauf. Dort hinten sehe ich Dwight laufen. Zur Rettung. Würde ich schon noch gerne mit heimgesuchter Boden umklatschen. Aber ich wollte auch weit genug weg sein, damit die heimgezerrte Hoffnung triggert. Da läuft sie weg. Sie will ich aber eigentlich gar nicht schon wieder. Aber sie weiß jetzt, wo mein Totem ist. Okay, pass auf. Was soll ich denn machen? Und sie hat Balance Landing tatsächlich. So, tut mir leid, Feng Min. Ja, ich hänge sie jetzt einfach auf den an einen Haken. Nicht, weil ich böse bin, sondern weil ich jetzt auch langsam mal meinen Event-Haken machen muss. Die hänge ich hier hinten hin, dann habe ich mindestens schon mal 2 Leute aufgehangen und den ersten Balken erreicht, sozusagen. So, du kommst an den Haken hier hin, zack. Und ich gehe wieder weg. Hier oben hatte, glaube ich, vorhin sie selbst dran gearbeitet. Und ich hau einfach mal Pop Ghost Weasel drauf. Ich bin auch weit genug weg für aufgezehrte Hoffnung. Das heißt, wenn sie gerettet wurde, kann der Spaß beginnen. So, ich sehe auch niemanden direkt hinlaufen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Vielleicht sind sie ja jetzt wieder hier oben. Und das war's mit meiner aufgezehrten Hoffnung. Oh, ich spiele eigentlich jetzt gerade ohne Perks und den habe ich nicht mehr gefunden. Die Runde wird anstrengend. Sehr anstrengend. Gut, dass die Feng Min bald tot ist.
So, ich schau mal, ob ich vielleicht hier jetzt jemanden abfangen kann. Nein, ich sehe hier niemanden. Hier oben ist auch niemand. Da rennt jemand. Und Feng Min wurde gerettet. Ich versuche mir mal den Retter zu schnappen. Der Retter ist... Was? Auf die habe ich in keiner Welt geschlagen. Ich habe... Okay, na gut. Ja, dann liegt halt Feng Min jetzt erstmal. Okay, Twilight. Also wenn du mitten in der Jagd anfängst, solches Zeug zu reinigen, dann... hast du keine Chance darauf, dass sich irgendein Killer gewähren lässt. So, ich versuche ihn jetzt mal nach dort hinten zu hängen, um den Haken noch zu bekommen. Feng Min wurde aufgehoben. Wollte sie erst gar nicht. Ich wollte eigentlich die Claudette schlagen. Aber naja. Passiert. So, oh, meine Lieber. Und er rennt zum Haus. Wo? Da ist Claudette. Und sie ist auch noch die Besessenheit und der Generator ist so gut wie fertig. Sie hat wahrscheinlich auch Balanced Landing, oder? Boah, das war einfach geraten. So, du kommst auf die Schulter. Und du hast einen Entscheidungsschlag, so wie es aussieht. Aber den erwischst du, den aktivierst du nicht. So, ich hänge sie jetzt einfach in den Keller, also da ist mir der Haken wichtiger als, ja, sie jetzt zehnmal versuchen, also alle jetzt zehnmal versuchen, an irgendwie so einen Event-Haken zu bringen. Die rennen dann eh plus wieder weg. So, und ich gehe weiter. Hier ist niemand, vielleicht da, ja. Die sind ganz schön flott und der Bill hat Sprint-Boost, sonst würde er nicht so warten. Ja, hat er. Oder hatte er nicht? Ich weiß es nicht so genau. So, dort war die Feng Min. Ja, wenn ich die jetzt erwische, dann ist sie tot. Er läuft um. Springt drüber. So, ich wollte ihn lieber in der Richtung haben. So, aber warte mal. Hier, gerade eben war doch noch die Feng Min hier irgendwo. Ich folge einfach mal den Spuren hier. Feng Min scheint anscheinend nicht die beste Empfinden vom Keller zu sein. So, da rennt sie runter. Willst du das wirklich, Feng? So. Ja, die Claudette ist noch unten, aber... Okay. So, ich wollte jetzt so tun, als würde ich swiften in der Hoffnung, dass sie zurückkommt. Habe ich dich. Okay, Feng Min ist tot, wenn ich sie an den Haken bekomme. So, ich brauche jetzt einfach mal einen Kill. Weil die mir die Generatoren um die Ohren hauen, als gäbe es keinen Morgen. Die haben wahrscheinlich schon alle ihre Blumen voll. Und verschwenden da keine Zeit mehr. Oh, so. Ich brauche aber wenigstens drei Haken, sodass ich mit den zwei zusätzlichen, die spawnen, und einer Opfergabe von mir wenigstens eine Fiole mal in dem nächsten Spiel voll machen kann. Habe ich hier gerade Schritte gehört? Nein. So, Pop Goes die Wiese vielleicht hier unten hin. Nein. Aber ich glaube, hier sind auch welche. Aber ich gehe einfach mal noch dort oben und schau mal, ob hier... Okay, nein, da bewegt sich nichts. So, ich guck einfach mal. Ich glaube, hier sind wieder welche. Ja. Wäre sie runtergesprungen, hätte ich sie gehört. Ist sie im Schrank? Sie hat aufgehört zu rennen, zumindest. Irgendjemand ist hier und spielt hier sein gemeines, teuflisches Spielchen mit mir. So, den Generator oben gibt es auch noch, aber der bewegt sich nicht. Der bewegt sich nicht. Und der bewegt sich nicht. Ist eigentlich ein ganz gutes Generatoren-Setup, das ich hier habe. Und hier... Hat hier gerade jemand dran gearbeitet? Es hat so ein bisschen so geklungen. Ich versuche jetzt halt einfach mal die Generatoren so ein bisschen zu halten, sobald ich hier jemanden sehe. Attacke auf ihn drauf, aber solange wie hier niemand ist, kann ich meine Generatoren schön hier so aus der Ferne sichern. So, dort ist niemand, dort ist niemand. Und der dort hinten bewegt sich auch nicht. So, die haben jetzt sich natürlich so ein bisschen
ins Knie geschossen. Die Generatoren sind alle ziemlich böse beieinander. Okay, vielleicht ist hier unten jemand. Ich schaue einfach mal. Oh ja. Habe ich dich, Dwight? Und du gehst raus. So, und dir stelle ich nach. Er hat schaut nur nach hinten, aber das klappt nicht. So. Auf die Schulter. Dort oben ist ein Eventhaken. Wo noch? Hier hinter. Okay, da bekomme ich ihn aber hin. So, schade, dass ich spiele hier eigentlich nur mit Pop Goes the Weasel. Momentan. Schade, dass sie die Aufgezeit offen schon zerstört haben. Und gut, der heimgesuchte Boden. Den haben sie halt auch. Oder haben sie. Ich glaube, den haben sie auch schon gezündet. Aber da hatte mir nichts genützt. So, ich schaue einfach mal. Dort hinten sitzt immer noch niemand und da auch nicht. So, ich gehe jetzt hier einfach mal weg, obwohl ich ja so gut meine Generatoren im Auge habe. Okay, hier sitzt jemand. Bill. Hab ich dich. Twilight wurde gerettet. So, was auch passiert, ich darf meine drei Generatoren nicht aufgeben. Nein. Er ist weiter. Was? Wo ist der lang? Ach, er ist wieder zur Palette. So, ich hole mir jetzt schnell den Bill. Was? Das war gerade so komisch irgendwie. Okay, nee, egal. Ich lasse den Bill sein. Mir sind die drei Generatoren hier gerade wichtiger. Deutlich wichtiger. Denn wenn der Bill, wenn die nämlich den Generator hier oben aktivieren, dann wird es sehr schwierig für mich, meine Generatoren zu halten. So, hier haben sie zumindest dran gearbeitet. Aber sie sind auch schon wieder weggegangen. Ah, die spielen hier so Katz und Maus mit mir. Gut, zwei sind wenigstens verletzt. Hinten ist niemand, da ist niemand. Der Bill hat dort oben dran gearbeitet. Ja. So, mal sehen, vielleicht kann ich hier jemanden abfangen. Oder es war wieder nur eine Falle und die wollen einfach, dass ich von hier, von dem Generator auf dem Schiff weggehe. Das könnte ich mir noch eher vorstellen. Du hattest Balanced Landing oder hattest du nicht? So, okay, den muss ich jetzt schnell aufhängen. Dann haue ich Pop Goes the Weasel auf den Schiffgenerator. So, auf die Schulter. Und wo ist ein Haken in der Nähe? Hier ist einer. Ja gut, der dort auf dem Schiff, das ist ein verlorener Posten im Moment für mich. Zumindest so lange, wie niemand in der Nähe ist und Nowhead nicht aktiv ist. So, wollen noch mal schauen, ob ich es schaffe mit Pop Goes the Weasel, bevor sie den anmachen. So, okay, da wurde auch schon gerettet. Den Generator habe ich getreten. Der geht ein Stück weit zurück. Was machen die? Skillchecks verhauen oder Krach? So, ich versuche mal zurückzukommen. Ah. Twight ist hier. Okay, gut, dann hole ich mir halt Twight. Twight, der Retter, auch wenn er verletzt ist. Okay, das war ein bisschen, ja, gegen die Wand gesetzt, sag ich mal. So, ich glaube, Twilight ist auch tot, wenn er hängt. So, ich hänge ihn jetzt hier hin. Dann gehe ich wieder dort hoch, wo Pop Goes the Weasel drauf, denn der wurde garantiert wieder angefasst. Oh, Twilight ist tot. Okay, super, wir haben zwei Kills. Damit unser Ziel als Killer geschafft. So, hier sind diesmal endlich mal Spuren. So. Und sie führen runter in den Keller? Wirklich? Ist hier jemand im Keller? Nein. Tatsache. Hatte ich die überhaupt schon? Die kannte ich gar nicht. So, ist hier noch jemand? Nein. Ich weiß aber, dass dort oben der Bill sein muss. So, ich
schau nochmal, der geht noch zurück, dank Pop Goes die Wiese. Und Bill hat seinen Generator hinten aktiviert. Bill ist gesund und nicht verletzt und Claudette hat sich sterben lassen. So, Bill. Ich hoffe, du stealthst jetzt, denn ansonsten hast du keine Chance, hier noch rauszukommen. Claudette hat sich auch direkt sterben lassen. Damit hat sie ihrem Teammate wertvolle Zeit geschenkt. Okay, ich weiß, es ist dumm, aber... Na, ist sie nicht. Okay. So, vielleicht hier irgendwo. Nein, ich habe keine Ahnung, wo der Bill hin ist. Ich sehe auch keine Rennspuren irgendwo. Okay, dann... Verzeihung, swifte ich einfach mal rum. Vielleicht sehe ich vom Hügel mehr. Nein, hier nicht, da nicht, dort nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt entkommt mir noch der Bill. Aber gut, ich meine, wenn einer entkommt, ist das kein Problem. Gut, dass ich das mit den drei Generatoren so gehalten habe. Dadurch habe ich sie extrem verlangsamt. Und konnte mir dann im Zweifel noch die zwei schnappen. Hier ist die Falltür. Gut zu wissen. Okay, dann gehe ich mal nach hier oben und schau mal. Ich müsste ihn ja theoretisch kommen sehen, wenn er die Falltür sucht. Aber ich sehe ihn auch nirgendwo. Nein, keine Ahnung, wo der Bill ist. Der stealtht wahrscheinlich irgendwo im Haus. Ich schaue da einfach mal hin. Da würde... Habe ich den Atmen gehört? Nein. Ich glaube, der ist irgendwo im Haus drin und da... Ja, da sind die über... Oh ja. Tatsache. Oh. Na toll, jetzt kriegt er die Falltür. Laufgespenst. Ah, er ist schon raus. Okay. Gut, da konnte ich auch nicht viel mehr machen. Er ist direkt zur Falltür gelaufen. Gut, ja. So, ich habe vier Haken geschafft, dadurch eine halbe Fiole voll. Die Überlebenden haben ganz gut gespielt, haben mich gut unter Druck gesetzt am Anfang. Zum Event denkt man immer, ja, man hat ein bisschen mehr Zeit, kann entspannter spielen, weil die Überlebenden an den Blumen beschäftigt sind. Aber nein, nein, nein. Die sind hier auf linken Fuße. So, was hätte ich mal machen müssen? Ach, nur ein Stückchen mehr jagen, ein Stückchen mehr verletzen und den letzten aufhängen. Okay, gut. Naja, man kann nicht alles machen. So, Levelfortschritt gab's. So, das waren unsere Gegner. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!